Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe eine schlechte Nachricht. Leider habe ich erst nach dem Aufnehmen diese Nachricht hier bemerkt. Und das Mikrofon hört sich sehr blechend an. Und normalerweise würde ich so eine Aufnahme sofort wegschmeißen und neu aufnehmen. Aber das hier ist ein Ersteindruck-Video und man kann keinen Ersteindruck ein zweites Mal aufnehmen. Es tut mir leid für die Soundqualität. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, das Video anzuschauen. Und ab dem nächsten Video wird wieder diese Soundqualität hier drin sein. Sorry, und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir uns Balatro anschauen. Balatro ist ein Roguelike Deckbuilder, ähnlich wie Slay the Spire. Es geht um Pokerhände spielen, also Pokern, hat aber weniger diesen Glücksfaktor beim Poker, weil man halt sich ein Deck zusammenbaut und damit eine Strategie entwickeln kann. Ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt, das ist wieder ein Ersteindruck. Aber ich kenne halt ein paar Videos über das Spiel. Unter anderem Frost Prime hat das schon länger gespielt. Dadurch kannte ich das zuerst. Aber auch Maxim hat es letztens gebracht. Wir wählen jetzt zuerst diesen Blind aus, weil das der einzige ist, der jetzt auswählbar ist in der Beta-Version. Ziel des Spiels ist es, dass man dieses Ziel hier erreicht. Erreiche mindestens 300 Pokerchips. So, wie bekommen wir die Pokerchips? Wir haben jetzt eine Hand. Wir können uns jetzt aussuchen, ob wir Hände oder Karten behalten oder ob wir eine Hand jetzt schon ausspielen. Wir haben hier zwei Paare, das sieht schon gut aus. Ich würde sagen, wir... Warte mal. Wir werfen erstmal diese vier ab, vielleicht bekommen wir nämlich ein Full House. Neun, zehn, ah, leider keine Straße. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt hier die beiden Paare. So, jede Karte hat einen Wert von 10 Chips, weil das Face-Karten sind, oder Hofkarten besser gesagt. Und es gibt nochmal einen Multiplikator für Kombinationen, also für Paare, für Straßen, für Flush und so weiter. Die konnte man auch irgendwo einsehen. Hier, genau. Hier kann man halt sehen, zum Beispiel ein Paar, gibt jede Karte 10, multipliziert mal 2. Und gerade diese Multiplikatoren lassen nachher deine Werte richtig nach oben schnellen. Was haben wir jetzt? 8, 9, 10, Bube. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal auf eine Straße. Wir haben nämlich schon 8, 9, 10, Bube. Wir werfen diese vier Karten ab. Wie oft können wir denn eigentlich abwerfen? Zehn Bube. 7, 8, 9, 10 Bube. Okay. Wir haben eine Straße gespielt. Ja, hier bekommen wir die Werte der einzelnen Karten. Multipliziert mal 4. Damit haben wir jetzt genug Punkte, um die Runde zu gewinnen. Dafür, dass wir gewonnen haben, haben wir jetzt Geld bekommen. 5 Dollar haben wir. Mit diesem Geld kann man jetzt im Shop Karten kaufen. Gut gemacht. Nun, da du eine Menge Gold hast, kannst du dir ein paar neue Karten im Shop kaufen. Okay, cool. Versuche diesen schicken Teufel zu kaufen. Dadurch kriegen wir plus 4 Mult. Ich denke mal, das heißt Multiplikator. Kaufen wir jetzt? Das hier ist einer der 150 Joker, die du in deinem Durchlauf hinzufügen kannst. Jeder Joker macht etwas anderes. Dieser hier fügt 4 plus Mult hinzu. Jeder Hand hinzu, die du spielst. Ja, das klingt strong. Sei wählerisch. Du kannst nur 5 Joker-Karten gleichzeitig haben. Kaufe nur die andere Karte im Shop. Versteckt 2 gespielte Karten auf Mult-Karten. Mhm. Diese Tarot-Karte ist ein Verbrauchsgegenstand. Die hier verstärkt deine Spielkarten. Bewahre sie also auf. Okay, machen wir. Du kannst bis zu 2 Verbrauchsgegenstandskarten gleichzeitig haben. Wenn du genug ansparst, kannst du dir einen Gutschein kaufen. Gutscheine verbessern passiv deinen Durchlauf. Gutscheine werden hier aufgefüllt, nachdem du den Boss blind besiegst. Dauerhaft plus eine Hand pro Runde. Okay, das ist strong. Aber wir haben nicht genug Geld. Und sieh dir beide Booster-Pakete in jedem Shop an. Sie stecken voller nützlicher Sachen.
Wähle 1 aus bis zu 3 Spielkarten, um sie in deinem Deck zuzufügen. Wähle 1 aus bis zu 3 Tarotkarten zur sofortigen Verwendung. Soweit, so gut. Gehen wir über zur nächsten Runde. Jetzt können wir den Big Blind auswählen, um etwas Geld zu verdienen. Hammer. Oder überspringe ihn, um einen Tag zu erhalten. Jeder Tag hat einen einzigartigen Effekt. Aber achte auf den Boss Blind. Er hat eine Fähigkeit, um die du herum planen musst. Wenn du ihn schlägst, steigt die Aunt und alle Blinds werden schwieriger. Schlage die Aunt 8, um zu gewinnen. Wähle nun deinen Weg. Okay. Wir machen erstmal ganz normal. Wir spielen den Big Blind. So, wenn du mehr Karten erhältst, denk daran, dass du die neu anordnen kannst. Joker werden von links nach rechts ausgelöst. Ah, okay. Und denk dran, deine Verbrauchsgegenstände zu verwenden. Wähle bis zu 2 Karten auf deiner Hand und drücke Verwenden auf der Tarotkarte, um die zu verstärken. Ja, machen wir. 8, 9, 10, Bube, König. Ah, okay. Ich würde sagen, wir spielen die beiden, verstärken die. Dann werden wir schauen, ob wir vielleicht ein Full House bekommen. Das bedeutet, dass wir diese hier abwerfen. Schade. Dann spielen wir einfach jetzt. Wir hätten auch einen Flash. Dann würden wir aber den zweiten König nicht benutzen, ne? Was wäre jetzt schlauer? Flash wäre mal 4. Der hat an sich schon plus 4 Mult. Ich spiele einfach mal jetzt 2 Paare aus. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Ja, das war, glaube ich, schlauer. Allein schon, weil das eine Karte schon plus 4 Mult gibt. Ja, damit haben wir jetzt den Boss gewonshottet. Mit einem Zug 644 Chips erhalten. Hätten wir gar nicht abwerfen sollen. Hätten wir noch mehr Gold bekommen, hätten wir einfach die beiden Paare ausgespielt. Ist ein bisschen Kopfrechnen. Was haben wir hier? Nicht entdeckt. Verwandelt bis zu 3 ausgewählte Karten in Herzen. Das ist nice. Da könnten wir auf den Flush oder Straight Flush gehen. Nicht entdeckt. Level 1 Aufwertung. 2 Paare plus 1 Mult und 20 Chips. Mhm. Das finde ich aber ganz cool mit dem Herzen. Wir sparen mal das Geld. So, der Haken. Wirft 2 zufällige Karten pro gespielte Hand ab. Oh. Das ist aber bad. Warte mal. Er stand doch gerade, wirft 2 zufällige Karten ab. Jetzt kann ich mir aussuchen, welche ich abwerfe. Hat er die ja schon abgeworfen? 8, 9, 10. Gute Dame. Wie kann ich die jetzt aktivieren? Verwenden. So, jetzt habe ich nur noch Herzkarten auf der Hand. Und wir können ein, wie nennt man das, wenn eine Straße? Straight Flush. Ja, genau, wir spielen ein Straight Flush. Ein Royal Flush wäre, gibt es ja in dem Spiel nicht, aber im echten Poker wäre ein Royal Flush, wenn die Straße auf Ass endet. Jetzt können wir 8, 9, 10, Bube, Dame spielen. Alles auf Herz. Das ist big. Überleg mal, wie viele Punkte das sind. Plus 4 Mult nochmal oben drauf. 8700 Chips. Wäre mal richtig easy. Boah, 5 Dollarzeichen. So, es gibt 9 Gold. Haben wir schon 17. Plus 1 Mult pro hintereinander gespielte Hand ohne eine
Ohne eine werdende Hofkarte. Okay, ich möchte aber gerne Hofkarten spielen. Jede gespielte Karte mit Farbe Karo bringt mal 1,5 Mult, wenn gezählt. Farbe ändert sich am Ende der Runde. Das klingt stark. Das nehmen wir mal mit. Und wir haben 9. Würde mal gerne hier so ein Pack kaufen, einfach um zu wissen, was es bringt. Das ist eine verschiedene Rarität jetzt, oder wie? Plus 6 Chips, 3 Gold, wenn diese zum Ende der Runde auf der Hand ist. Das ist eine ganz normale 9. Das ist 11 Chips plus 30 extra Chips. Das ist von Peak. Das mit dem Gold finde ich cool. Kann ich 2 auswählen? Nein, nur eine. So, dann gehen wir die nächste Runde rein. Wir wählen wieder Small Blind aus. 12. Kriegen wir noch ein Herz? Nein, aber wir haben 19 Bube, Dame, König. Und wir haben 2 Karo-Karten. Was mit dem antiken Joker skaliert. Haha, 1000 Chips, easy. Na gut, das ist halt die erste Runde, ne? Klar, dass es easy ist. Jetzt haben wir 7 Gold bekommen. Was denn? Jede Hofkarte auf der Hand hat eine Chance von 1 zu 2, um 1 Gold zu bringen. Oder plus 12 Mult, wenn diese gespielte Hand straight enthält. Oha, okay, da können wir voll auf Straßen gehen. Wir könnten beides kaufen, ne? Aber wir gehen mal hier. Wir kaufen beides mal. Okay, nächste Runde. Lass uns mal hier das hier ausprobieren. Jetzt haben wir eine Belohnung bekommen, dafür, dass wir die Runde nicht gespielt haben. Was? Ich lese jetzt mal das durch. Verdoppelt Geld, maximal 20. Stärkt eine ausgewählte Karte in deiner Stein. In eine Steinkarte. Steinkarten kriegen plus 50 Chips, kein Rang oder Farbe. Erhöht den Rang von bis zu 2 ausgewählten Karten um 1. Verstärkt 2 gespielte Karten auf Bonuskarten. Lässt bis zu 2 zufällige Planetenkarten erscheinen. What the fuck? Was sind da bitte Planetenkarten? Was haben wir hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben eine Straße. Wir spielen das Geld. Oh, das war jetzt dumm. Wir hatten kaum Geld. Warte mal. Das hier verwirrt mich. Was ist das hier? So, wir stärken jetzt hier die beiden. Wegen 5, 6, 7, 8, 9, ne? Das war mein Kartendeck. Und jetzt habe ich Karten geupgradet, die in meinem Deck sind. Okay. Okay. So, alle Karo-Karten werden geschwächt. Reichen mindestens 1600 Chips. So, dadurch sind die jetzt geschwächt. Wir haben aber direkte Straße. 10, Bube, Dame, König. 9. 10, Bube, Dame, König. Ich sage, spielen wir direkt aus. Wir haben ja auch diese Straight-Verstärkung. Mal 24 hier, das fängt schon an zu brennen. One-Shot! Mit der ersten Hand. Aber ein Joker wurde geschwächt. Welche Joker wurden jetzt geschwächt? Ja. Wir nehmen die 9 Gold mit. Jede gespielte Karte erhält dauerhaft plus 4 Chips, wenn gezählt. Dauerhaft! Okay, also wenn wir jetzt eine 9 spielen, wäre die 9 in der nächsten Runde 13 Chips wert und nicht 9.
Dieser Joker erhält plus 0,5 Multiplikator für jede verkaufte Karte, die wird zurückgesetzt. Dieser Joker erhält mal 0,5 Multiplikator für jede verkaufte Karte, wird zurückgesetzt, wenn Boss Blind besiegt wird. Würde man hier diesen Voucher kaufen, dass Tarotkarten zweimal häufiger im Shop auftauchen. Das klingt strong. Wir sind auch ziemlich strong, also wir verlieren ja gar nicht, ne? Nächste Runde. Können wir jetzt mal ein bisschen auch ausprobieren. Ist ja eh erster Eindruck, ne? Wir spielen ja ein bisschen rum. Wir haben jetzt hier 3 Siebenen. 19, Bube, Dame, Ass. Kriegen wir vielleicht ein Vierling, das wäre big. Nein, aber wir haben... Die 6 kann ich leider nicht spielen. Na Quatsch, die Karte soll man ja auf der Hand behalten, wenn man sie kriegt. Dann spielen wir jetzt hier ein Full House. 37 Chips? Ja, okay, plus 30 extra Chips. Ah, interessant. Okay, und durch diese Karte sollten wir sowieso die Hofkarten auf der Hand behalten und nicht ausspielen. I see. Wir haben jetzt direkt zu den nächsten Flush. Quatsch, Full House auf der Hand. Wir haben jetzt noch 2 Hände und 3 Abwürfe. Brauchen noch ca. 1000. Dann werfen wir 3. Werfen mal diese 3 Karten ab. Und wir haben genug Kreuze, oder? Haben wir nicht? Oh, das ist bad. 4, 5, 6, 8, 10. Oh Mann. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt mal bitte ein Kreuz. Schön. Reicht das jetzt schon? Dass wir jetzt passiv schon während des Spielens Gold generieren, ist halt sehr stark. Wir haben noch eine Hand, aber das sollten wir, denke ich, schaffen. Wir haben auch noch einen Abwurf. Ich versuche mal ein Feeling zu bekommen. Und ich habe ein Drilling. Oder ein Full House. Alles klar. Ja, schaffen wir ganz easy. Wir brauchen hier nur noch 400. Oder 315. Nice. So, wir haben 6000 Chips erhalten, Opa. Wir zahlen uns das aus. Was ist das denn? Jede gespielte Karte zählt zu der Punktezählung. Ist das nicht sowieso klar? Bis 40 Chips für jeden verbleibenden Abwurf. Die kriegt beides irgendwie kacke, ne? Wir gehen erstmal nicht so runter. Die mal auf der Hand behalten im besten Fall. Wir haben 2 Joker. 1, 2, 3, 4 Karos. Sollen wir lieber Herzkarten spielen, sagt uns dieser Joker. Wir hätten auch 3 Herzen. Dann lass mal versuchen hier 2 weitere Herzen zu kriegen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das war echt lucky. Das war echt super lucky. Flash Level 1. Einfach 2400. Aber die Blinds werden auch immer höher, also die Ziele, die wir erreichen müssen. Man muss also auf jeden Fall scalen. Sonst schafft man das irgendwann nicht mehr.
Ich würde gerne mal ein Feeling haben. Sechs, sieben, acht, zehn. Wir spielen einfach mal jetzt den Drilling. Weil wir sollen ja auch Abwürfe. Ne, wir haben die gar nicht genommen, die Karte mit den Abwürfen, ne? Ja, brauchen wir gar nicht. Das ist Quatsch. Was haben wir jetzt? Fällt mir alles irgendwie nicht. Man kann auch die Hände sortieren, wenn man möchte. Auf was gehen wir jetzt? Hier, man kann maximal 5 Karten abschmeißen. Fünf, sieben. Hier 5, 7, 8 werfe ich. Behalte ich, dass ich eine Straße eventuell kriege, aber wir haben hier zwei Paare. 1, 2, 3, 4 Kreuze. Wir haben noch zwei Hände zu spielen. Ich spiele einfach mal diese Bonuskarte. Hier gibt es nämlich auch 30 Chips extra mit zwei Paaren. Zwar kaum Multiplikator, okay. So, jetzt brauchen wir jetzt was Gutes. Nice! Natürlich die Karte mit dem höchsten Wert, die zwei lassen wir liegen. Wir haben jetzt einen Flush. Sollte ausreichen, denke ich, mit den beiden Bonuskarten. Ja, war aber schon knapp. War schon knapper. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie noch Damage erhöhen, also dass wir hier mehr Punkte erzielen können. Wir zahlen uns die 6 Gold aus. Level 1 Aufwertung. Drilling. Plus 2 Mult und 20 Chips. Also, da gehen wir mehr auf Drillinge, ja? Chance von 1 zu 2, eine Tarotkarte zu erzeugen, wenn ein beliebiges Booster-Pack geöffnet wird. Muss Platz haben. Wo sehe ich denn meine Tarotkartenplätze? Wir nehmen mal die Venus mit. Hier sind die. Das sind Tarotkarten? Ja, klar. So, wir haben jetzt den Drilling aufgewertet. Jetzt können wir auch noch zwei Paare aufwerten. Und das ist die beiden Sachen. Die wir im Tarotplatz haben. Alle Herzkarten werden geschwächt bei dem Boss. Okay. Wir kriegen hier nur Herzen. Aber wir haben hier fast eine Straße mit Herzen. Wir haben eine Straße, aber haben wir vielleicht Herz? Ich würde nicht abwerfen. Wir machen es einfach so. Wir spielen diese Hand. Schauen, was wir im nächsten Shop kriegen. Also in der nächsten Hand erhalten. Ich wollte, obwohl es geschwächt ist, auch trotzdem ein paar Punkte bringen. Ja, das habe ich mir besser vorgestellt. Full House. 6, 7, 8, 9. Ich spiele mal ein Full House. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, wir haben noch eine Hand und 4 Abwürfe. Jetzt müssen wir was richtig Gutes kriegen. Brauchen 3000 Chips.
Einfach was zu kriegen. Ich hätte gerne hier eine Straight Flush oder sowas. Aber da müssen wir jetzt richtig Glück haben. Haben wir nicht bekommen. Dann gehen wir auf den Flush auskreuzen. Aber glaube ich nicht ausreichend. Game over. Okay, das war Joker freigeschaltet. Besiege einen Boss blind in einer Hand, ohne Abwürfe zu verwenden. Okay. Blaues Deck freigeschaltet. Entdecke mindestens 20 Gegenstände aus deiner Sammlung. Plus eine Hand jede Runde. Ist ein Abwurf jede Runde? Ah, okay, jetzt können wir uns die Start-Boni aussuchen. Wir können entweder einmal mehr abwerfen oder einmal mehr spielen. Das kann man noch nicht. Gut. Ah, da kann man sich ein Seed geben. Sagen wir, probieren wir mal das blaue Deck aus. Jetzt haben wir ja das System verstanden. So, der erste Boss ist natürlich super easy. Da können wir eigentlich direkt. 20 mit 2 ist aber nicht genug. Ich werfe einmal diese Karten ab. Und wir haben. Wir haben das Full House. Die spielen wir jetzt. Müsste ausreichen, ne? Ja. Okay. Ich habe vorhin bei der Berechnung nicht bedacht, dass die einzelnen Karten auch noch einen Kartenwert geben. Stahlkarte. 1,5 Multiplikator, während sich diese Karte auf der Hand befindet. Lässt die letzte Tarot- oder Planetenkarten diesen Durchlaufs erscheinen. Abgesehen von der Nah. Also kann man sich eine wiederholen, oder wie? Plus 1 Platz für Verbrauchsgegenstände. Machen wir das ja, um zu wissen, was eine Stahlkarte ist, würde ich sagen. Ist dieser Boni dann dauerhaft für den ganzen Run? Das ist die Frage. So, jetzt ist es eine Stahlkarte, das heißt. Wenn man die Karte spielt, hat man plus 10 Chips und 1,5 Multiplikator, während sich diese Karte auf der Hand befindet. Wir hätten eine schlechte Karte nehmen sollen und keine gute. Okay. 10, 9, 8. Wir haben 3 Herzen. Straße oder Flash? Wir haben aber 4 Karos. Komm, dann gehen wir. Wir wollten die auf der Hand behalten. Was mache ich denn? Was mache ich jetzt? 1, 2, 3, 4. Gib mir noch ein Herz, bitte. Wir spielen 2 Paare aus. Dann nehme ich nur noch einen Abwurf. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Reicht aus. Schön. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Joker hier früh hat. Joker multiplizieren ja unnormal. Ach, Gold. Jede gespielte Karte zählt bei der Punktezählung.
Verstehe ich immer noch nicht. Löst alle Karten der finalen Hand der Runde erneut aus. Was? Ich nehme die beiden jetzt mal. Weil ich möchte wissen, wie die funktionieren. Minus 1 Handgröße. Mhm. Das ist schlecht. Ah, jetzt verstehe ich die Karte zumindest. Wenn wir noch letzte Hand spielen, wird die zweimal gewertet, also zweimal ausgespielt. Dann ist Dämmerung echt stark. Aber das hier checke ich noch nicht ganz. Wir haben nur Müll. Gucken mal, was das bringt. Wer ist zwar lucky, wir haben jetzt ein Full House. Er hat nichts gemacht, ne? Wir haben 3 Peak. Kommen wir aus 3 Karten 2 neue Peaks raus, ist die Frage. Das ist jetzt die Frage. Oder gehen wir auf was anderes? Ich wüsste aber nicht, auf was anderes, was wir da nehmen sollten. Ein paar haben wir. Noch ein Abwurf überhaupt. Ich hab den König mit weggeworfen und wir kriegen trotzdem keinen Peak. Das ist so schlecht. Was machen wir jetzt? Gibt es ein paar? Ja, gibt es. Okay. Nehmen wir hier die höchsten Karten mit ein paar. Glück haben wir viel mehr Hände. Sonst wären wir jetzt schon tot gewesen. 7, 8, 9. Das ist echt doof, dass die Kartenanzahl um 1 verringert wird. Das merke ich jetzt erst richtig. Wir haben ein Paar, wir haben 2 Paare. Spielen wir die mal. Jede gespielte Karte zählt bei der Punktezählung. Kann die aber anscheinend auch wieder verkaufen, das ist cool. Dieser Joker erhält plus 0, mal 0,5 für jede Stahlkarte in deinem vollen Deck. Könnten wir jetzt noch mehr Stahlkarten besorgen? Verdiene 5 Gold, wenn die Pokerhand eine 2 Paare ist. Pokerhand wechselt bei jeder Auszahlung. Das können wir mal machen, das klingt ganz witzig. Immer dann versuchen, dass das steht, zu spielen. Da wir schon eine Schachkarte haben, würde ich auch die Joker mitnehmen. Da haben wir kein Gold mehr. Nächste Runde. 4 von 5. So, das ist die Anzahl der Joker. Hm. Wir hätten auch direkt 2 Paare. Ist ja jetzt noch, ne? Dann spielen wir das mal direkt. Weil wir jetzt ordentlich Gold verdienen. Das ist richtig stark. Überleg mal, mit jeder Hand 5 Gold zu machen. Wenn man Glück hat. Ein paar. Ich lasse die mal zusammen, falls wir eine Straße kriegen. Man muss, wenn man nur noch diesen Dinger spielt, mal gucken, ob man am Ende auch stark genug ist, um den Boss zu besiegen. Aber wir haben jetzt noch 3 Hände. Wir brauchen jetzt ein Full House. Wir haben 8, 8, 9, 9.
Hab mein Flaus. Oh mein Gott, ich hätte fast weggeworfen. Ja, sehr cool. Und wieder 5 Gold. Das ist ja insane. Brauchen wir jetzt ein Flash? Okay. Wir haben 1, 2, 3, 4 Kreuze. Cool. Ja, nice. Überleg mal, wie viel Gold wir gemacht haben in dieser Runde. Das ist ja mal mega geil. Jede plus 3 Mult für jede Joker-Karte. Okay, auf jeden Fall. Wähle 2 Karten. Die linke Karte wird in die rechte Hand. Wähle 2 Karten. Die linke Karte wird in die rechte Karte verwandelt. Zur Neuanordnung ziehen. Finde ich sehr stark. Tatsächlich. Da steht nicht entdeckt, darum kaufe ich das mal. Schleiferei eingelöst. Wir haben zwar noch keine holographischen Karten oder so. Wähle ein aus bis zu 2 Mo. Das hier finde ich irgendwie Quatsch. Das verkaufen wir jetzt. Und dann kaufen wir uns hier so ein Booster-Pack. Pack-Opening. Clowns-Paket. So, erhalte 4 Gold bei Ende jeder Runde. Wenn Blind ausgewählt wird, wird der rechte Joker zerstört. Und sein Verkauf wird dauerhaft zu diesem Mult addiert. Was? Kann man die... Ja, okay, man kann die... Okay, Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Alle Karten der finalen Runde erneut aus. Die würde ich sagen, opfern wir jetzt. Den Stahl-Joker will ich behalten. Und den auf jeden Fall auch. Dann kommt der jetzt... dahin. Wenn Blind ausgewählt wird, wird der rechte Joker zerstört und sein Verkaufswert dauerhaft zu dem Mult addiert. Das heißt, wir können jetzt immer Joker-Karten kaufen und den hier reinopfern. Wir haben ja auch mehr Gold durch diese Karte. Okay, wir haben jetzt tatsächlich einen richtigen Bild schon gebaut, oder wie? Nicht mit so Taktik und so. Gut, jetzt ist das natürlich keine gute Kombi, weil ich jetzt immer bei Geberrunde nur 4 Joker habe und nicht 5. Aber macht nichts. Trotzdem plus 12. Was sollen wir spielen? Ein Vierling. Wir sollen ein Vierling spielen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Problem ist nämlich, das wird nicht aktualisiert, bis wir ein Vierling gespielt haben. Ah, das ist natürlich jetzt sad. Ich werfe erstmal das hier ab. Ach, Digga. Ja, können wir nur hoffen, dass wir bald ein Drilling zufällig kriegen und dann auf ein Vierling hoffen, ne? Wir haben doch das Ding hier. Wähle 2 Karten. Die linke Karte wird in die rechte verwandelt. Damit könnten wir ein Vierling bauen. Wir haben eh schon gewonnen jetzt die Runde. Aber die Karte ist ganz gut für den Vierling. 10 Gold. Gespielte Hofkarten. Eine 1 und 2 Chance geben 2, wenn gezählt. Plus 150 Chips, wenn die gespielte Hand Vierlinge enthält. Ja, ist aber relativ egal, weil wir die ja sowieso da reinopfern. Es geht ja nur um den Verkaufswert. Gut, nächste Runde. Ein von 7 Karten wird mit dem Gesicht nach unten gezogen. Was? Okay, das
Ist jetzt einfach nicht passiert, oder? Die linke Karte wird in die rechte Karte verwandelt. Man kann das nur... Okay, ich dachte, ich kann jetzt zwei Karten verwandeln, aber nein, nein, nein. Auch einen Drilling. Auch einen Drilling. Das gibt's doch gar nicht. Wo können wir jetzt, dass wir jetzt hier eine Queen kriegen? Gott sei Dank, okay. So, wir wählen die beiden Karten aus. Die linke Karte wird in die rechte Karte verwandelt. Und jetzt spielen wir den Vierling aus. Nice. Okay, hat funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und sollte jetzt eigentlich auch die Runde gewinnen, weil... No. Das geht ja voll ab. 3300. Sehr nice, sehr nice. Also das Spiel macht mir wirklich echt Spaß. Was wir da auch für Kombinationen wahrscheinlich am Ende bauen können. Wir sind ja noch komplett am Anfang, ne? Ich würde sagen, wir nehmen einfach das hier, weil es teurer ist. Was haben wir hier? Wir haben sowieso Geld ohne Ende. Ich kaufe den einfach. Leer eingelöst. Ey. Da wir so viel Gold haben, würde ich sagen. Ja, kaufen die beiden Packs. Verstärkt zwei gespielte Karten auf Bonuskarten. Mhm. Lässt die letzte durch Tarot oder Planetenkarte, die sich auf das erscheinen. Wandelt bis zu drei ausgewählte Karten in Karos. So könnte man sie auch zum Beispiel eine Farbe auswählen. Dass man halt nur noch Karos zieht und dann jedes Mal einen Flash hat. Das finde ich stark. Haben wir irgendwie ein... Das finde ich wirklich stark. So. Was haben wir hier? Wähle eine aus bis zu 5 Spielkarten. Ja klar, nehmen wir auch noch mit. Eine holographische, okay. Oil. Es gibt extra Chips. Auch extra Chips. Wir wollen Stahlkarten auf jeden Fall. Es geht ja hier mit Stahlkarten, ne? Ja. Auswählen. Nice. Ja, dann. Nächste Runde. Nehmen das Gold mal mit. Jetzt brauchen wir 2800. Ohohoho. Und 14 Multi. Wir sollen ein Straight spielen. Also eine Straße, egal welche. Uwe 10, 8. Sechs, sieben, acht, zehn Bube. Wir brauchen also eine 9, ja? Oder Ass, König, Dame, Bube, 10. 10 Bube, Dame, König, Ass. Nice. 10 Bube, Dame, König, Ass. Die beiden Kreuze behalten wir, falls wir in der nächsten Runde einen Flush bekommen. Wieder 5 Gold verdient. Nein, schon die beiden, ne? Was die für Multiplikatoren raushauen. High Card. High Card sollen wir jetzt machen. Okay, machen wir.
Nee, das ist eine Straße. Das hier ist Hulk hat. Ist ganz praktisch, dass hier immer steht, was man hat. Vielleicht oder wahrscheinlich rennt das sowieso, obwohl das nur eine Highcard ist. Ja, ja. Was? Wir brauchen uns Effekte der Tarotkarten eigentlich gar nicht mehr anzugucken, weil wir die nur da reinfüttern. Aber ich lese trotzdem mal kurz vor. Verstärkt zwei gespielte Karten auf Multkarten und erzeuge eine Tarotkarte, wenn an der Hand gespielt wird, mit drei oder weniger. So einfach, damit ich auch die Joker kennenlerne, darum mache ich das. So, wir wählen wieder eine neue Spielkarte aus. Wir wollen nämlich Stahlkarten haben. Was ist denn hier? Lila Siegel. Erzeugt eine Tarotkarte bei Abwurf. Finde ich sehr, sehr stark. Verdiene 3 Gold, wenn diese Karte gespielt wird und Punktzahlen. Aber wir wollen eine Stahlkarte. Und wir nehmen noch eine Tarotkarte mit. Was haben wir hier? Stellt eine ausgewählte Karte zur Stahlkarte? Ja, ja. Letzte 4 Chance. Die Foil, holographische oder Polychrom-Edition zu einem zufälligen Joker hinzufügen. Okay. Verwandelt bis zu 3 ausgewählte Karten in Kreuze. Wir nehmen die Stahlkarte. Stahl muss auf der Hand bleiben, ne? Nehmen wir hier irgendeine schlechte Karte, die kein Karo ist. Okay. Aktualisiert sich damit da unten auch? Nee, schade. Das habe ich jetzt verschwendet. Nächste Runde. Merke ich schon, wir sind viel stärker als in der ersten Runde. Wir brauchen ein Full House. Das haben wir ja schon fast, ne? Jawohl. Müssen wir zwar leider die Stahlkarte spielen, aber das ist mir jetzt egal. Hauptsache, wir generieren Gold. Wir brauchen jetzt 2 Paare. Das ist easy. 6, 6, 8, 8. Und noch das Ass dazu. Frag mich, wie weit das Spiel geht, also wie viele Runden. Wie viele Akte sozusagen es gibt. So, wir nehmen wieder das teuerste. Und schauen uns Geisterkarten an. Haben wir auch noch gar nicht gesehen. Erzeuge eine Kopie eines zufälligen Jokers. Zerstöre alle. Was? Nein? Wende alle Karten auf der Hand in deinem einzigen. Verwandelt alle Karten auf der Hand in einen einzigen zufälligen Rang. Minus eine Handgröße. Verstehe ich nicht. Zerstöre eine zufällige Karte in deiner Hand und füge 3 zufällige verstärkte Hofkarten hinzu. Okay. Zerstört 5 zufällige Karten auf der Hand, gibt 20. Also Geistkarten sind Karten, die stark sind, aber auch einen Nachteil haben, ja? Nehmen wir jetzt einfach das hier. So. Wir haben also einen Joker getauscht gegen 3 andere Hofkarten, wo 2 Joker dabei sind. Das war ganz gut. Also nicht Joker, sondern Bube. Meine ich natürlich. Und wir wählen noch eine Arcane-Karte, eine Tarotkarte aus. Lässt bis zu 2 zivile Tarotkarten erscheinen. Lässt die letzte Tarot- oder Planetenkarte dieses Durchlaufs erscheinen. Gibt den gesamten Verkauf der aller momentanen Joker. Ja, normal. Da stand doch gerade 50, oder nicht? Oder maximal 50. Ah, okay. Nächste Runde. So, der macht jetzt schon plus 24 Mult. Wir wollen ein Straight
Blush. Oh boy. Oh, 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 ein Straight Flush, das wird schwierig. Wir haben die 8 und die 9 in Karo. Bringt uns aber nichts mit dem. Das bringt uns gar nichts hier, weil 8 ist. Ass ist keine Straße. Ich würde sagen, ich probiere es einmal. 8, 9, 10, Bube, Dame in Karo. Darum war es so wichtig, dass wir vorhin diese Option gewählt haben, dass wir Karten in Karo verwandeln. Weil wir genau jetzt diese Situation haben. So haben wir die Chancen erhöht, dass wir jetzt einen Straight Flush kriegen. Immer noch mega lucky. Aber nicht so lucky, als wenn dieses Stack Standard geblieben wäre. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Wir haben da jetzt schon unwissentlich drauf hingearbeitet. Und guckt euch das an. Einfach One-Shot und Joker freigeschaltet. Ohrensteigerung, Erfolg freigeschaltet. Für einen Run, Alter. Versteckt 2 gespielte Karten auf Bonuskarten. Da steht bis zu 2 ausgewählte Karten. Warum sollte ich meine Karten zerstören wollen? Naja, ich weiß schon, warum man Karten zerstören will, um einfach die besseren Karten dann öfter zu ziehen, aber trotzdem. Spielkarten können aus dem Shop gekauft werden. Klar, warum nicht? Zaubertrick eingelöst. Das sind auch Tarotkarten. Ich kaufe erstmal die Pakete. Ja, keinen Joker haben, ne, im Shop. Ah, okay. Das sind diese. Das sind diese Aufwertungen. Yearling-Aufwertung haben wir so selten. Straight haben wir schon öfter. Straight Flush auch eher selten. Oder? Wollen wir den Tarotplatz verschwenden dafür? Der wird ja gar nicht dauerhaft platziert. Okay, dann wäre das natürlich super. Und hier kriegen wir einfach einen Joker, um sonst hier wieder rein opfern können. Ich sehe da aber leider nicht verkaufswert, ne? Gewöhnlich, ungewöhnlich, gewöhnlich, gewöhnlich. Dann nehme ich natürlich ungewöhnlich, weil ich glaube, die sind teurer. Ja, klar. Ja, nice. Nächste Runde. Wir wollen jetzt eine Straße wieder. 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Ja. Und dann nehmen wir jetzt hier die Stahlkarte trotzdem spielen. Ist egal. Hauptsache, wir haben die Straße. Level 2. Wir haben die ja gerade aufgewertet. Oh, diese Multiplikator. Dieser Zeremoniedolch ist ja mal komplett busted. Jetzt haben wir jetzt 2 Paare. Es tut schon fast weh, dass wir jetzt hier nur 2 Paare spielen. Wir brauchen sowieso nur noch 400 Punkte. Machen wir das so. Statt den Full House. Dann nehmen wir lieber das Gold mit. Ich weiß auch nicht, ob wir den Stahljoker behalten. Wir haben zwar jetzt darauf hingearbeitet, dass wir viele Stahlkarten hinzufügen wollen, aber er kriegt halt nur mal 0,025. Das ist halt nichts. Ich glaube, wir müssen uns von dem hier trennen. Ja, klar, nehmen wir es mal mit. Bis 80 Chips, wenn die gespielte Hand Flash enthält. Das opfern. Wähle 1 aus bis zu 3 Tarotkarten oder eine Karte aus dem zum Deck hinzufügen. Was ist das hier? Steinkarte. Kein Rang oder Farbe.
Ist doch voll scheiße. Hier gibt aber 50 Basiswert an Chips. Was wiederum mit unseren Multiplikatoren stark wäre. Löst diese Karte einmal aus. Kann als jede Farbe verwendet werden? Die ist einfach farblos. Wildcard. Und wir... Bist du zwei ausgewählte Karten? Lässt bist du zwei zu viele Katarokarten erscheinen? Okay. Verstärkt zwei gespielte Karten auf Bonuskarten. Dauerhaft. Oder nur für den einen Bossfight. Ich glaube dauerhaft. Nee, Quatsch, wir müssen die eine auswählen, ja. Stärke mal die beiden Queens. Nächste Runde, ne? 9000. Wir möchten einen Drilling haben. Das heißt, wir werden jetzt Könige versuchen zu rollen. Nice! Nice, nice, nice! Ich kann leider jetzt keinen Flash draus machen. Er quatscht hier Full House. Wir wollen nämlich nur einen Drilling. Da macht er nichts. Straight Flush. Okay, die Königin hilft uns dabei mit Sicherheit. Dann haben wir nur noch zwei Abwürfe. Okay, war klar, dass es nicht klappt. Das war logisch. So, jetzt haben wir keine Abwürfe mehr. Hoffentlich verlieren wir das jetzt nicht. Weil ich jetzt zu greedy gerollt habe. Spiele mal ein paar, gucke, was dann kommt. Haben wir auch noch die Tarotkarte, ne? Machen wir mal das hier. Was kann die jetzt? Plus 10 Chips. Oha, okay. Ist halt nur eine Chance, aber 1 zu 5 Chance plus 20 Müll zu erhalten. Nice. Dann haben wir jetzt zwei Paare. Und? Kriegen wir die 20 Mund? Dann sehen wir das. Anscheinend haben wir die nicht bekommen. Aber wir haben noch zwei Hände und brauchen nur noch 1,5. Nur noch. Ohne Abwürfe. Wir haben ein Paar. Zwei Paare. Das könnte eine Straße ergeben mit den neuen Karten gleich. Oh mein Gott. Das war echt knapp. Wir müssen langsam ein bisschen aufpassen, was wir machen. Also nicht zu viel Scheiße bauen, nur um das hier zu erfüllen. Was ist das denn? Spiele Karten mit ungeraden Rang geben plus 30 Chips werden gezählt. Mhm. Finde ich beides Müll, da finde ich das hier noch stärker. Wenn die holographisch ist, aber wir kaufen die mal, weil die einen hohen Wert hat und schauen uns die Planetenkarten an.
Healing, straight. Wollen wir straight auf Level nochmal aufwerten, dass die noch krasser werden? Oder wir machen eine Drillingsaufwertung? Ich gehe mal voll auf straight. Kriegt man ja auch relativ easy. Tarotkarten gerne. Es ist die letzte Tarot-Planetenkarte, die soll erscheinen, abgesehen von. Ist jetzt mal durch. Lässt bis zu 2 zufällige Blitzenkarten erscheinen. Verwandelt bis zu 3 ausgewählte Karten in Auf jeden Fall machen wir das hier. Wir wollen nämlich noch mehr Karos. Das wird ein Karo. Das wird ein Karo. Und das wird ein Karo. Genau. Wir werden nämlich auch jetzt einfach den Straight Flaschen kriegen. Nächste Runde. Alle Pik-Karten werden geschwächt. Ist uns egal, wir haben fast nur noch Karo-Karten im Deck. Fünf, sechs. Sieben, acht, neun. Okay, das macht gar nichts. Ist aber auch eine Bossrunde. Vielleicht sollten wir darauf scheißen, dass wir den Schwertwasch kriegen möchten. Auf der anderen Seite haben wir jetzt schon 5, 6, 7, 9. Bube. Gehen wir jetzt hier voll greedy rein. 5, 6, 7. Bube, 10, 9. Wir brauchen auf jeden Fall die 8, so kann der Bube auch weg. Aber wir hätten jetzt schon wieder den Flash. Probieren wir es. Wir haben keine 8 aufgewertet als Karo, ne? Da haben wir keine zweite Karo im Deck. Dann gehen wir jetzt einfach auf Flash. Behalten den einen Abwurf. Wir müssen jetzt Punkte machen. Das waren 4000 Punkte. Oh Mann. 1, 2, 3, 4. Wir haben eine Straße zumindest. K, wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Wir haben den Boss besiegt. Joker freigeschaltet. Was sein? Wird ein Zeitpfeffer Gegenstände? Nehmen wir. Klar. Die Zeitkugel wurde eingelöst. Dann haben wir hier einen Joker noch in den Packs. Nein, dann nehmen wir hier den teuersten Joker. Hier noch eine Tarotkarte. Ah, okay, Max 50 und momentan sind 12. Jetzt verstehe ich die Karte. Die letzte Karte, die linke Karte wird in die rechte Karte verwandelt. Hilft uns beim Straight Flush zwar nicht. Aber würde ich trotzdem einpacken. Achso, nein, was macht man ja jetzt, ne? Die Karte duplizieren wir. Wollen wir eine Karte duplizieren oder wollen wir jetzt den Narren kriegen? Spiel mal den Narren, dann haben wir nämlich. Oh mein Gott, jetzt haben wir die Karte verdoppelt. Wie geil, noch mehr Karos. So, wir nehmen noch eine Spielkarte aus. Bube von Karo. Einfach auch, weil es eine Karo-Karte ist.
Können auch eine aussuchen. Die Glückskarte gefällt mir sehr gut. Allein schon, weil man 20 Mult erhalten kann. Wir haben keine andere Karo. Dann nehmen wir da die mit. Klar. Geh mal in die nächste Runde rein. Sieht man irgendwie, wie weit man schon ist? Ne, nur an dem Blind. Quatsch, Blind. An dem Blind sieht man, wie weit man ist, ne? So, schaffen wir jetzt den Stride Flash irgendwie. Wenig Karos. Ein paar Punkte generieren. Wir haben 10 Bube Ass. Noch 2 Abwürfe. Schon ein Karo. Das bringt uns leider gar nichts. Aber eine Flasche haben wir. Das ist 4500. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir mal einen Drilling, wa? Oh, ich bin ja so dumm. Verwandelt bist du 3 ausgefehlte Karten in Karos. Okay, das muss ich im Hinterkopf behalten. Zählt ja gar nicht jetzt, ne? Weil die gar nicht in der Combo mit drin ist. Ah. Er hat gewonnen. Gut. Das wird heute ein Überlänge-Video. Wenn überhaupt noch Leute bis hierhin geschaut haben, was ich sehr stark bezweifle. Gespielte Hofkarten eine 1 bis 2 Chance geben, ja. So, wir suchen uns wieder eine Spielkarte aus. Jetzt holt eine Tarotkarte bei Abwurf. Strong. Wir haben schon genug Karo. Buben. Nehmen wir jetzt lieber die mit. Und wir suchen noch eine Tarotkarte aus. Lässt eine zu billige Torkarte erscheinen. Muss Platz haben. Jack zu viele Karten auf Multkarten. Das ist nicht so cool, ne? Verkauf mal die und dann nehme ich hier einen zufälligen Joker. Oh nein. Gespielte Hofkarten eine 1 bis 2 Chance geben. 2 Gold wird gezählt. Ist auch ein Joker, okay. Ja, steht sogar Joseph J. Joker. Dann nächste Runde. Jetzt müssen wir mal mit der Karte jetzt hier eine Stride Flash bauen. Karo. Ich bräuchte eigentlich nur eine Straße, die fertig gebaut ist, mit 2 Karos drin. Dann haben wir es doch. Gucken, was passiert. Mann. Das
macht eigentlich gar nicht Sinn, dass ich eine hohe Karte da mit rein tue, wenn die nicht zählen. Würde ich lieber eine schlechte Karte reinschmeißen. Karo, König, Dame, Bube. Zwei Abwürfe. Zehn, Bube, Dame, König, Ass. So. Das wird ein Karo. Das wird ein Karo. Ist wild. Okay, dann machen wir nochmal eine 5 zum Karo. Okay, dann haben wir jetzt hier Ass, König, Dame. Wir nehmen die Mult-Joker-Karte und Bubenkarte und die 10. Dann haben wir endlich den Straight Flush hingekriegt. Royal. Das war ein Straight Flush, ne? Stimmt, das war ein Royal Flush war das. Royal Flush. Aber der hier carried halt das ganze Game, ne? Stärkt eine ausgewählte Karte und eine Wildcard. Mhm. Machen erstmal das hier unten. Was ist das denn hier? Oh, voll cursed. Eine Stahlkarte. Ja, ich wollte mir eigentlich von dem hier trennen, wenn ich ehrlich bin. Ich will auch keine Nicht-Karo-Karten hinzufügen. Überspringen das. Nein, ich wollte würfeln. Ich wollte nur einen Joker kaufen. Kann ich nochmal zurück in den Shop nehmen, ne? Oh, ich wollte würfeln für einen neuen Joker. Was brauchen wir jetzt? Eine Straße. Egal welche. Ah, oh, ärgert mich das. Wir haben Bube damit 10. Wir haben aber auch zwei Paare. Ich spiele jetzt mal ein paar Karten aus. Ich will hier schon mal ein paar Punkte kriegen. Die wollen wir abwerfen, ne? Werfen wir mal diese 5 hier ab gegen eine Tarotkarte. Letzte 4 Chancen, die vorher holographisch oder fotograf polychrom Edition zu einem zufälligen Joker hinzufügen. Ja, na klar. Was auch immer jetzt dieser Holo-Effekt bringen soll. Wir haben eine Straße. Schön. Das gibt ordentlich Punkte. 15.000 einfach durch die Straße. Zu easy dieses Spiel, ehrlich. Beziehungsweise der deutlich, der macht halt gerade Hard Carry, ne? Absolut insane, wie gut der ist. Wir haben gewonnen. So. Plus 1 im Shop für Kartenslot. Nehmen wir mit. Überbestand. Ah, okay, jetzt kriegen wir hier mehr angezeigt. Gespielte Hofkarten. Eine 1 zu 2 Chance. Geben 2 Gold, wenn gezählt. Ne, wenn will ich Multiplikator erhöhen, löse alle Karten der finalen Hand oder erneut aus. Gehen wir einfach bei denen hier, um den reinzufüttern. Kaufen die beiden Packs noch. Wir nehmen das, die Karo Dame mit.
Es bis zu zwei zufällige Tarotkarten erscheinen. Verdoppelt das Geld. Klar. Und Sicherheit. Nächste Runde. Ach, hier unten steht die Rundenanzahl. Und 6 von 8, wir sind also fast durch. Runde 16. Wir brauchen ein Straight Flush mal wieder. Oh Mann. Bube, Dame, König. Wir haben fast einen, ja? 10, Bube, Dame. Brauchen nur noch den König. 10, Bube, Dame. Was? Nur noch den König in. Karo. Dass wir hier nur Karos haben auf der Hand, ne? Aber kein König. Würde es schon jetzt hart baiten wollen. Oder hart rollen drauf. Dumm. Also, was heißt dumm? War einfach nur Risiko, ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Karos, ja? Nehmen wir jetzt wenigstens hier eine schöne Hand aus. Im hohen Flush. Hier 54 Multidolch. Macht schon die Hälfte aus hier. So. Immer noch Straight Flush. Ich spiele mal zwei Paare. Das wird nicht so viel bringen. Aber wir haben 20 Gold bekommen durch die Goldkarte. Cool. 1 zu 15 Chance, 20 Gold zu gewinnen und wir kriegen es. Alter, das können wir irgendwas spielen und haben gewonnen. Spielen wir halt ein paar, wa? Ja, gar kein Problem. Also Ernte ist immer, wenn man einmal eine Reihe durchgespielt hat, also drei Blinds. Okay. Aber nie einen Drilling aufwerten, na klar. Verwenden. Sind jetzt hier Karten drin? Okay, wir wählen nochmal eine zufällige Planetenkarte aus. Flush, straight. Wird ein High Card erhöhen, aber wollen wir das? Wir machen den straight weiter. Level 4 ist der jetzt, ne? Gucken, welche Spielkarten wir kriegen. Ja, ne, die ganz normale Karo-Karte. Wer will schon sowas hier? Wir wollen Karos. Oh, ist doch ein geiler Joker. Eine Gratis-Aktualisierung pro Shop ist auch cool. Verdiene 8 Gold, wenn die Tüte die Boss-Blind-Fähigkeit auslöst. Ah, strong. Aber hier. Wir nehmen erstmal den hier, dass er da reingeht und dann gucken wir. Steckt eine ausgewählte Karte in eine Glückskarte. Offenbar auch mal. Na klar. Hier noch eine. Was ist das denn? Mal 2 Mult. Verliert 0,1 Mult pro abgeworfene Karte. Der macht ja allein schon jetzt. Momentan 2. Aber die ist trotzdem teurer. Dass wir da mehr Mult reinkriegen. Ich bleib's. Wir wollen immer noch ein zweites Flush. Wir haben nicht so gute Karten. Aber wir können ja mal die hier aufwerten einfach. Wieso nicht?
Wir haben 4, 6, 8, 10 Bube. 18 Bube Dame. Wir haben 18 Bube Dame Ass. Ass, König, Dame, Bube, 10 Bube Dame, König, Ass. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt entweder eine 9 wäre eine Straße oder ein König wäre eine Straße. Wir haben 2 Abwürfe. Oh. 8, 9, warte mal, halt, stopp. 8, 9, 10, Bube, Dame. Ich hätte es fast übersehen, oh mein Gott. So, dann haben wir endlich was Neues hier stehen, was haben wir jetzt? 2 Paare, kriegen wir hin. Gar kein Stress. 14.000 Punkte mit einer Hand, auch nett. Hier haben wir hier direkt hier, ne? Kriegst du deine beiden Paare. Machen wir. Full House. Wir haben keine Hände. Okay, wir haben noch 3 Hände, aber keine Abwürfe. Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Wollen wir aus Full House gehen? Wir machen das nächste Runde lieber. Das war jetzt hier auf jeden Fall safe gewinnen. 1, 2, 3, 4. Leider kein 5. Kein 5. Karo. Sollten wir das eigentlich jetzt schaffen, oder nicht? Ja! Knapp, aber hat gereicht. Schön. Wir hätten noch eine Hand gehabt, also gar kein Stress, gar kein Problem. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Wir gucken erstmal. Let's go! Weg mit dir. Hier geht's einfach straight up 14 Mult. Wenn wir schon so viele Tarotkarten gespielt haben. Es ist geil, dass der das auch zählt, nachträglich zählt, sag ich mal, ne? Dass der die schon gespielten Karten auch mitberechnet. Nicht erst die Karten, seitdem das Ding in unserem Deck ist. Lässt bis zu 2 zufällige Karten erscheinen. Ja, ist sogar auch cool. Kreuze brauchen wir nicht unbedingt. Wir nehmen die beiden zufälligen Planetenkarten. Und ein Null mehr. Wir können ja einmal Paare aufwerten. Und wir können einmal Drilling aufwerten. Dann nehmen wir die nächste Runde. Ich glaube, ich ein bisschen rerollen auf andere Karten, aber. Also hier Tarotkarten und sowas. Ja, machen wir nicht. Der Effekt von dem Boss ist, dass Karten, die vor dieser Ort gespielt wurden, werden geschwächt. Was? Heftig. Das ist übel. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5... Beginn mal mit einem Splash. Ja, ganz entspannt. Ich
wenn ihr alles geschwächt ist, aber... Ja, 15, 25... Fast 100 Müll allein durch meine Joker, ey. Jetzt gehen wir mal hier auf den Full House. Was er natürlich auch kriegt, ne? Ist ja klar. Ha. Drei Hände und noch 30.000. Sieht echt nicht gut aus. 4, 5, 6. Spiel wieder ein Flush. Wir müssen jetzt Punkte ballern. Ich mache mir echt Sorgen, dass wir das nicht schaffen, ne? Was kann uns jetzt noch retten? Healing. Straight Flush oder so. Über 100 Multiplikator, ne? Wir verlieren trotzdem jetzt. Kein Abwurf. Ass, König. Wir haben nur 4 Karos. Okay, das war's. Oh Mann, ich dachte wirklich, dass wir das gewinnen können. So, 4, 4, 8, 8, Ass. Hätten früher vielleicht die Joker austauschen sollen oder so. Game over, Freunde. Ja. Hätte ich Hände, würde ich mir die Augen zuhalten. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich werde sicherlich noch weitere Videos zu dem Spiel bringen. Solange euch die Videos auch interessieren. Wenn niemand das gucken möchte, dann spielen wir was anderes. Ich denke, das nächste Video, was jetzt kommen wird, wird auch trotzdem ein Epic Auto Tower Video werden. Ich habe noch ein TNT-Bild vor. Also ich weiß noch nicht, ob ich es hinbekomme, mit TNT irgendwie zu spielen. Und wir müssen auf jeden Fall noch den Ladder-Bilder-Bild bauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!